Das war ja da mal nichts. Willkommen zurück zu Let's Play Animal Crossing Let's Go to the City. Nicht direkt morgen, wie beim letzten Mal angekündigt. Ja, ich habe dann doch keinen weiteren Part mehr aufgenommen, sondern habe es bei dieser meinem Part belassen und habe den dann dafür direkt gerendert und hochgeladen. Ja, so ist es. Naja, ist ja auch nicht schlimm und jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt bei Mischka abgeht, Leute. Wahrscheinlich nichts. Ich fühl süß, heute ist das perfekte Wetter, um gar nichts zu tun, Plätzchen. Übrigens, Liebling, machst du eigentlich gerne beim Tofu-Wettessen mit? Oder nee, nicht gerne, das streichen wir mal. Der Gewinner erhält eine ganze Jahresration an Tofu, umsonst. Ja, dann wird dir schlecht dabei, ne? Bla bla bla. Das kennen wir. Nur nicht nur mit Tofu, sondern auch mit vielen, vielen anderen Sachen. Ah, ich hoffe, im Switch-Teil wird einfach ein bisschen mehr Varianz geboten. Und heute hat Helmut Geburtstag, ja. Einen weiteren werden wir mit ihm wahrscheinlich nicht erleben. Weil dann wird er wahrscheinlich schon wieder ausgezogen sein, aber. Ja, herzlichen Glückwunsch für den Moment. Oder so. So. Ich möchte heute eigentlich wieder ein bisschen angeln und. Ja, Insekten fangen. Vielleicht auch. Es ist jetzt 20 vor, beziehungsweise, ja, halb, eher halb 9, ja. Das heißt. Wahrscheinlich sind noch nicht viele Insekten an den Palmen. Das sind ja überwiegend die Insekten, die wir noch fangen müssen. Die wir jetzt seit dem Juni fangen können. Heute ist der 13. Juni. Ein Dienstag? Ja, ein Dienstag. Und ja. Ich konzentriere mich hauptsächlich auf die Fische, aber ich nehme mit, was ich noch an Insekten fangen kann. Was ich vielleicht noch nicht gefangen habe. Mischka ist auf jeden Fall nicht zu Hause. Ja, okay, also. Ich habe keine Ahnung wann. Aber damit ist definitiv gesichert, dass sie ihre Meinung geändert hat und hier bleibt. Also vorübergehend zumindest. Die will aktuell nicht mehr ausziehen. Das ist schön, aber ich frage mich, warum sie mir das nicht mitgeteilt hat. Und mich einen ganzen Stream über 2 Stunden lang und auch noch einen weiteren Part danach so gequält hat vor Ratlosigkeit, was man noch alles tun könnte, um sie zu überzeugen. Dabei war sie tatsächlich längst überzeugt. Was ich ja irgendwann auch dann vermutet hatte, einfach weil ich schon gesagt habe, von wegen so, ja, hier, guck mal, nächste Woche ist ja das Hotdog-Wettessen, ich habe richtig Bock, da mitzumachen oder so ein Scheiß. Wo die dann einfach schon richtig gesagt hat, so von wegen, ey, ja, ich bleib doch hier, ist alles gut. Es ist halt ein bisschen mies. Aber gut. Hauptsache, sie bleibt hier. Ich behalte sie also als Charakter und ich behalte auch das coole Haus da, was ich jetzt so richtig schön gestaltet habe von außen. Das reicht mir erstmal. Ja, und wo ich gerade mit Animal Crossing Switch angefangen habe, höre ich jetzt auch schon wieder auf, weil hier ist Kiki. Sag mal, Liebling, hättest du zufällig Interesse an einem Traumoutfit? Also ist natürlich umsonst, hey man. Ja, auf jeden Fall, komm. Wirklich? Ach, das funktioniert ja super. Also, bitte sehr, hey man. Ich habe bei einer Tombola teilgenommen und bin an dem mit dem Hauptgewinn nach Hause gegangen, aber ach, eigentlich habe ich dafür gar keine Verwendung. Und ich dachte, du freust dich sicher darüber. Du kannst damit tun, was du willst, hey man. Also eigentlich hättest du es ganz gut tragen können. Ich glaube, das sieht ja sogar, das steht ja ganz gut. Und es ist besser als ein Outfit, was eigentlich für Wege gedacht ist. Das ist ein Design für Wege, nicht für Kleidung. Vielleicht sollte man das dran schreiben. Okay, so gut sieht es vielleicht an ihr doch nicht aus. Ich weiß gerade nicht, an wen ich mich erinnere. An irgend so einen 80er-Jahre-Moderator wahrscheinlich. Wahrscheinlich so, keine Ahnung hier. Oliver Geissen oder so ein Scheiß. Oh, Johannes ist da. Ich hoffe, ich habe noch eine Kammuschel. Ich könnte es nicht mit Sicherheit sagen. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass ich clever war und beim letzten Mal, wo er da war, dann direkt eine neue Kammuschel gesucht habe. Ich glaube, das habe ich gemacht. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber ich bin mir eigentlich 70% sicher, dass das so ist. Nicht wahr, Gerald? Da bist du ja, Liebling. Wunderbar. Ich habe nämlich was, wo ich deine Hilfe benötige. Ja, also wie läuft's mit deinem Nebenjob beim Draconia Lieferservice? Wie, da arbeitest du gar nicht. Ja. Dann lass uns mal nicht rumdiskutieren hier. Du bist da. Ja? Mir kackegal, was du sagst. Ich gehöre zu der CDU. Ich bin nämlich alt. Naja, also auf jeden Fall bring dieses Paket zum Empfänger und heute noch. Okay. Super, finde ich super von dir. Ich sag dir zwar gar nicht, wer der Empfänger ist, aber ist auch egal. Steht ja auf dem Etikett hier drauf. Julian, glaube ich. Ja. Ich schiel ein bisschen. Guck selber. Ja, also wenn das toll angekommen ist, können wir wieder durchatmen hier. Also, bitte bis 0 Uhr, ja? Das heißt, wenn dann bis 23:59 Uhr, ja? Bis 0 Uhr, was ist denn für eine Angabe? Ja, gar nicht. Na gut.
eigentlich auch ganz cool, weil mit dem habe ich ewig nicht gequatscht. Und der ist auch zu Hause. Ach ja, und Sandra ist wahrscheinlich immer noch krank. Da könnt ihr eigentlich direkt mal beim Nuke zwischenstoppen. Und direkt mal Medizin mitnehmen. Irgendwie habe ich gerade gedacht, ich bin bei Nuke reingegangen und habe mich kurz erschrocken, dass alles so klein ist. Gibt's ein Problem, Liebling? Hier, ich habe eine Lieferung für dich. Bitteschön. Zur Lieferung gibt's auch wieder was zu erzählen, aber mein Gott. Ich wollte noch ein bisschen über Animal Crossing Switch reden, also, na, was heißt darüber reden? Ich wollte eigentlich nur sagen, ey, bald ist die E3, nur noch 2 Wochen ungefähr. Ja, kommt hin. Ja, wird cool. Dann ist die E3 und, ja. Ich denke, das wird auch noch relativ zeitnah hier kommen, deswegen. Ja. Die wird auf jeden Fall noch nicht gewesen sein. Das kann ich bei manchen Projekten nicht behaupten, dass das so zeitnah kommt. Aber ich meine, okay, aktuell sowieso. Weil aktuell habe ich kaum Videos. Also heute kam gar nichts zum Beispiel. Ein Geschenk von Geralt? Wow, ich bin mal sehr gespannt, hey man. Das ist cool, Outfit, hä? Huh? Okay. Also so ganz mein Ziel ist es nicht, aber ich werde es mal anziehen, ne? Huh? Schließlich ist es ein Geschenk. Ja, danke, dass du extra hergekommen bist. Sag Geralt danke von mir, hey man. Hm. Also ich finde ihn auf jeden Fall besser als mich vom Design her, also was jetzt das Outfit angeht. Da hat er auf jeden Fall einen besseren Griff gemacht. Mit dem Geschenk von Geralt, als ich mit dem Geschenk von Kiki, aber was soll's. Und hier haben wir direkt mal einen Fisch, einen kleinen. Den angel ich mir jetzt mal, weil es ist eigentlich komplett sinnlos, dass ich das mache. Nein, nicht ganz. Also, wir brauchen noch einen kleinen Fisch aus dem Fluss und das ist ein Piranha. Allerdings sind die dann deutlich kleiner. Die sind nochmal zur Hälfte kleiner als dieser Fisch, den ich hier angel. Aber vielleicht ist es eine Dose und wir kriegen keinen Pfand drauf und toll. Nee, ich wollte eigentlich sagen, vielleicht ist es ein Goldfisch, der ist aber, glaube ich, auch noch kleiner. Denn lustigerweise habe ich jetzt gerade extra mal nachgecheckt. Ich habe mal wieder ein bisschen geguckt, habe ich denn alles, was ich hier so markiert habe, in meiner Datenbank, was noch fehlt. Fehlt das wirklich noch oder habe ich das inzwischen gefangen und nicht nachgetragen? Ja, da waren ein paar Sachen bei. Auf jeden Fall habe ich dann festgestellt, dass ich den Goldfisch nur gefangen habe, aber nicht im Museum habe. Das heißt, den müssen wir noch fangen und auch einen Sonnenbarsch. Und soweit ich das sehe, sind erstmal beide ganzjährig und der Goldfisch sogar ganztägig und der Sonnenbarsch von 9 bis 16 Uhr, das heißt, den können wir nicht fangen, okay. Aber das macht ja nichts. Ja gut, komm. Wir geben die Dose ab und fertig. Ja, wenn du trotzdem loswerden willst, dann kann ich für dich entsorgen. Na, was sagst du? Ja. Oh ja, oh ja! Ja gut, eigentlich kann ich damit anfangen, aber ich entsorge es einfach so gern. Ja. Kommen wir zum Geschäft zurück. Was? Okay. Schmuck hat irgendwie so einen Schredder-Fetisch oder sowas, ich weiß es nicht. Na gut, er freut sich drauf, Sachen zu entsorgen. Solche Menschen mag es auch geben. Warum nicht? Was ist das hier für ein Instrument, würde mich interessieren. Eine Ukulele. Okay. Das hat irgendwie was, wie die auf dem Boden liegt. Ich will die haben. Ich will die einfach komplett random haben und einfach komplett random irgendwo hinschmeißen in mein Zimmer. In irgendeins von meinen Zimmern. Irgendwie finde ich die cool. Das mache ich. So, ich wollte ursprünglich mal, das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, wo ich schon fast wieder aus der Tür war, Medizin kaufen für, ne? Sandra. Schon wieder den Namen vergessen. So läuft das mit Bewohnern, die man eigentlich gar nicht so sehr mag. Was machst du hier wieder für Geräusche hier? Das ist ein Let's Play, das ist Qualität. Nicht. Oh mein Gott, das ist eine Tarantel. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich kann sowas nicht. Ich kann das, soll ich das machen? Nein. Sieh lieber zu, wie ich fehle, ach du Scheiße. Da kann man ja gar nicht schleichen, Scheiße. Nee, da kann man nicht schleichen. Da wird man direkt attackiert und ist dann wahrscheinlich tot. So, ich muss das aber erstmal, wo habe ich meine? Ja, super. Ach, hier ist übrigens eine Kammuschel, wunderbar. Haben wir das geklärt? Ach du Scheiße, so. Ich habe noch nie eine Tarantel oder einen Skorpion. Ja, doch. Ich glaube hier in dem Spiel auch. Ah, wir werden gleich einen Game Over Sound hören. Freunde, da bin ich mir fast sicher. Oh, fuck. Ich habe ein bisschen gegen den Tisch geschlagen, aber ich habe die Tarantel gefangen. Ich glaube, das ist okay. Erstmal Safe State machen. Ganz schnell. So, wunderbar. Hey, ich glaube, das ist die erste Tarantel, die ich in Let's Go to the City gefangen habe. Ich habe damals mal einen Skorpion gefangen und das war nicht mit meinem Hauptkara und da war ich ein bisschen angepisst. Aber, ja, nice. Also ich glaube, die meisten, also auch in New Leaf, die meisten Skorpione und Taranteln, die haben mich nicht mal gewissen. Da habe ich halt einfach nur zu viel Schiss gehabt
Hab dann zu lange gebraucht, um meinen Kescher auszurüsten, und dann waren sie weg. Naja. Jetzt habe ich eine Tarantel gefangen und das ist cool. Nicht wahr, Mischka? Oh, hey, oh, du bist so toll, Liebling. Gomori hat die Nachricht erhalten, Sandhelp. Also ich ernenne dich jetzt zu meinem offiziellen Mehrzwecklieferanten. What? Was ist das denn für ein Wort? Keine Sorge, ich komme auf, komm für alles auf. Bei dir zu Hause wartet ein feines Geschenk auf dich im Briefkasten, ja? Ach so, ja. Ich habe gerade noch so mit dem letzten Platz die Tarantel, behalten können. Und das ist dann jetzt also... Die schickt mir die Belohnung jetzt per Post. Genauso wie es Geralt tun würde. Den muss ich auch noch anlabern, fällt mir auf. Aber erstmal geben wir jetzt unsere neueste Trophäe hier ab. Geile Sache. Damit habe ich auch wirklich überhaupt nicht gerechnet, dass ich jetzt einfach so auf eine Tarantel stoße. Finde ich gut. Finde ich gut. Und ich glaube, der Eugen rastet jetzt komplett aus. Nicht wahr? Zweifelsfrei eine Tarantel. Bah, bloß nicht aus dem Käfig lassen. Oh, mit Insekten. Sie wissen. Ah, diese haarigen Beine. Und damit laufen sie auch noch richtig schnell. Oh, ich werde fast ohnmächtig. Laut Experten sind die recht intelligenten Tiere. Leute, die im Hintergrund Windows-Sounds abspielen. Naja, greifen unser eins auch nur sehr selten an, aber oh, wenn mich die Tarantel so ansehen, dann fürchte ich, die Experten können sich irren. Ich glaube, der Eugen ist auch schon ein älteres Semester, der will, glaube ich, auch die CDU. Der scheißt auch auf Expertenmeinung und denkt, dass irgendwelche anderen Leute recht haben, die überhaupt keine Ahnung haben. Zum Beispiel Politiker der eigenen Partei, aber wie auch immer. Ich bin sehr froh, dass ich jetzt schon mal eins der für mich drei schwierigsten Insekten gefangen habe. Tarantel, Skorpion und Wespe. Jo. Das ist gut. Gefällt mir. Und man muss natürlich auch nochmal sagen, dass die tatsächlich relativ selten vorkommen. Es kann durchaus sein, dass mein Glückskleeblatt im Haar wieder einen Effekt hier hat. Kann aber auch sein, dass das jetzt halt wirklich einfach... Es hat einen Effekt, Punkt. Ich müsste das mal nachgucken, das steht sicherlich irgendwo in irgendeinem Wiki. Dass es irgendwie, keine Ahnung, 10% mit 10% größerer Wahrscheinlichkeit dann selten Insekten und Fische auftauchen oder irgendwie sowas. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube, ich hatte ja damals auch mein Kleeblatt im Haar, als ich die Prinzenkrone gesehen habe in der Schneiderei, wo ich, glaube ich, auch seit einer Woche wieder nicht drin war. Naja, das könnte man heute eigentlich mal wieder nachholen. Aber zuerst mal gehe ich jetzt zu Sandra, gebe ihr die Medizin, dann gehen wir zu Johannes, denn der liegt sowieso auf dem Weg, wenn wir nach oben wollen. Und dann schauen wir weiter. Und eigentlich wollte ich heute angeln und das habe ich gerade mal einmal getan, weil ich einfach einen Fisch gesehen habe, der gerade so auf dem Weg lag. Sonst hätte ich das auch nicht getan. Mir ist so kalt, hilf mir, Fluffy. Ja, allein weil du mich Fluffy nennst, helfe ich dir auf jeden Fall. Bitteschön. Und ich muss mal diese Primel loswerden. Also ablegen irgendwo. Ja, lass es ruhig angehen, leg dich in ein Orientbett, was irgendwie null zu dir passt, aber okay. Und ich glaube, sie passt auch so gerade rein, also bequem stelle ich mir es nicht vor. Aber solange sie mich nicht dann über ein Bett fragt, soll sie mal. Scheint ihr dann nicht allzu viel auszumachen. So, jetzt gehen wir natürlich eine Kammuschel ab, das heißt, ich sollte am besten auch den Strand wieder absuchen. Das wollte ich ja sowieso machen, weil ich wollte da Fische fangen. Was hat's mit dem Shogi-Brett eigentlich auf sie, was ich in der Tasche habe? Ich weiß es nicht. Oh Mann, stehen ist voll anstrengend, Mann. Willst du was Krasses hören? Auf jeden Fall. Ich fordere mehr Zucker im Süßwasser. Die Regierung spart am falschen Ende. Ja, es geht zwar nicht um das Zucker im Süßwasser, aber ja, die Regierung spart am falschen Ende. Das ist, ja, absolut. Ich hau einfach mal das Buzzword Digitalisierung raus. Jawohl. Hey, hey, hast du mal eine Muschel für den Arm, oder? Auf jeden Fall. Vor allem, wer so eine coole Mark Matlock Mütze auf hat hier. Also Mann, das hier ist für dich, kennst du ja. Mal keine Tapete, kein Teppich und ich hoffe auch kein Fass oder ein Fässchen. Weil davon habe ich auch schon irgendwie 12 oder so. Eine Schiffskanone, ja. Finde ich okay. Ist jetzt nicht das Item, was ich unbedingt haben wollte. Ich weiß aber auch gar nicht, ob es noch ein Item gibt, was ich unbedingt haben will. Also, das war eigentlich das Steuerrad und das habe ich, glaube ich, irgendwann jetzt mal bekommen. Auch schon wieder was her. Ich glaube, es war das letzte Mal, wo er hier war. Ist trotzdem schon was her. Also aufnahmetechnisch vor allem, sonst war es wahrscheinlich so eine knappe Woche. In-game. Nie mehr CDU, du bist heute aber ganz schön viel unterwegs. Warst du schon mal bei der Akademischen Hauszentrale in der Großstadt? Das Musterzimmer, das ist immer so eine krasse Ideenquelle, aber ich kann es einfach nicht ausstehen, wenn andere das Musterzimmer eins zu eins übernehmen, ja? Das sieht einfach... Sieh es als Inspiration an, ja?
Das Dumme ist halt leider, ich kann es nicht als Inspiration annehmen, weil es meistens meins ist. Vor allem dann, wenn es am schrecklichsten aussieht, aber gut. So ist das halt. Hey Mischka, hast du die DVD Samsels Wahnsinnige Witze Folge 7 Plätzchen? Und falls ja, würdest du mir die mal ausleihen? Und wie ich die hab? Die sind ja, die hat ja wohl jedes Mädchen in der Szene, ja? Mein Geld ist jetzt im Monat etwas knapp, weißt du? Um nicht zu sagen, ich bin total pleite. Ja, wahrscheinlich, weil du umziehen wolltest, dir schon Haus gemietet hast und dann doch irgendwie den Umzug in letzter Sekunde abgeblasen hast, ohne irgendwie jemandem Bescheid zu sagen. Wahrscheinlich auch nicht dem Vermieter und deswegen zahlst du doppelte Miete. Deswegen bist du pleite. Ja, so sieht's aus. Ich hab's komplett durchblickt. Und deshalb werde ich dir leider eine winzig kleine Ausleihgebühr berechnen müssen. Centhelm. Und wie viel würde das dann werden, wenn ich sie für eine Woche ausleihen würde? Mal sehen. Wenn ich dir läppische 500 Sternis pro Tag berechne, dann wären das 3500 Centhelm. Was? Aber dann käme ich ja günstiger weg, wenn ich sie mir kaufen würde. Ich glaube, dann leihe ich sie mir lieber doch nicht aus. Plätzchen. Na danke, Mischka. Wärst du doch besser ausgezogen, du alte Fotze. Ich werde das nicht ausbiepen. Das hat sie verdient. Sie hat Keks traurig gemacht. Stell dir doch mal vor, jemand kommt hier einfach so rein und beleidigt Nacho. Was würdest du sagen? Ja. Ja, du würdest sagen, das ist alle Fotze. Wo ist da der Unterschied? Ah, okay, so. Ich glaube, das war jetzt schon die dritte oder vierte Beleidigung gegen die CDU in dem Part. Ich glaube, das reicht noch lange nicht für diesen Part. Aber was soll's. Wir sind gut dabei, die Quote zu erfüllen. AKK, ja. Ich war ja der Meinung, es klingt wie eine türkische Partei, die man wählen kann. Meine Freundin ist der Meinung, das klingt wie eine Krankenkasse. Ah, dass dahinter eine reale Person, also gut, eine reale Person... Real kann man lassen, das Wort Person würde ich durch Satire ersetzen. Das trifft ungefähr ihre Tweets. Das ist der Wahnsinn. Naja. Also wer es nicht mitbekommen hat, kann sich freuen, weil... Nö, ich wollte gerade nämlich nur sagen, wer es nicht mitbekommen hat, sollte froh sein, weil das war einfach wieder grässlich. Und das sollte ich doch auf keinen Fall nachholen. Außer wollten Ruhepolster, genau. Ein Ruhepuls wie im Alternativ, dann gerne. Viel Spaß. Oh, nein, lass mich vermisst, was? Nö, dein Haus hat nur geleuchtet und ich wollte sehen, was los ist. Zieh dir mal was anderes an, Kollege. In letzter Zeit habe ich nur noch Insekten im Kopf, hey man. Ich glaube, du hattest schon immer nur Insekten im Kopf, aber was soll's. Dann bist du wahrscheinlich ein... Ja, die Punchline könnt ihr selber vollenden. Ne? Ach, ich liebe das Bashing. Vor allem, das ist so verdient. Ja, das ist so übel, Mann. Ich muss an sie denken, wenn ich meinen Kescher gar nicht dabei habe, Mann. Ich behalte die Bäume im Auge. Könnt ja jeden Moment ein Insekt rausschwirren. Ja. So wie manche Leute ihre Twitter-Timeline immer wieder nach unten ziehen, weil man denkt, na, vielleicht kommt da ja was Neues. Also auf dem Handy. Nein, ich rede überhaupt nicht über mich. Nein, nein, gar nicht. Gar nicht. Ja, ja. So. Jetzt haben wir eigentlich schon wieder fast einen Part voll. Und ich habe ja, immer noch nur einen Fisch gefangen oder versucht zu fangen. Aber ehrlich habe ich damit eigentlich nur gerechnet, weil ich wollte eigentlich die Dailies machen und dann halt angeln. Die Dailies haben halt nur wieder ein bisschen länger gedauert. Aber da ist ja auch noch was dazwischen gekommen mit dem, ne? Hier. Ich komme nicht drauf. Mit der Tarantel. Und Johannes war ja auch noch da, der ist ja auch nicht Daily da. Ja, so. Läuft das halt, ne? Ich muss erstmal wieder das richtige Fass, wollte ich jetzt schon sagen, weil hier Fass steht. Das richtige Fach finden, wo ich jetzt meine Schiffskanone reinballern kann. Das Shogi-Brett wird weggeschmissen, weil das ist wahrscheinlich einfach nur... Keine Ahnung, das hat mir wahrscheinlich irgendeiner mal geschenkt oder ich wollte es unbedingt haben und will es jetzt doch nicht mehr haben. Es passt halt irgendwie schon ins Holzdesign hier, aber ich will es nicht haben. Die Frage ist, will ich jetzt einfach eine Ukulele ins Haus stellen? Ich hätte ja Lust drauf. Ich guck mal, ob da unten vielleicht, ob das unten irgendwie hinpasst. Das war ja auch so ein bisschen braun, ne? Ich würde tatsächlich sagen, man könnte hier die Ukulele noch irgendwo hinballern, nämlich ganz genau hier. Und das sähe, glaube ich, gar nicht mal so scheiße aus.
Ja, vielleicht irre ich mich auch. Weil geil sieht es auch nicht aus. Ja, nee, dann lassen wir das. Ja, das Blöde ist halt, das können wir niemals auf den Tisch legen. Also ich habe es jetzt nicht probiert, aber ich könnte wetten, dass Gepard ohne H geschrieben wird. Ich könnte es wetten. Ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Die Ukulele kann tatsächlich dahingelegt werden. Kann hier was auf den Kamin gestellt werden in Animal Crossing Let's Go to the City? Ja, tatsächlich. Die Ukulele sieht aber scheiße darauf aus. Ich glaube, die Ukulele sieht überall scheiße aus. Ah, ich glaube, das ist ein globales Phänomen. Das Wort global ergibt hier keinen Sinn, aber ist ja egal. Ja, ich glaube, das ist immer noch die beste Möglichkeit so. Die stellen wir mal hier hin. Eigentlich können wir die... Das ist eine Taschentuchbox. Die ist nur wegen dem ideellen... Ja, doch, wegen dem ideellen Wert hier. Ich finde es toll, wie sich dieses Schokoladenherz mitdreht. Das hat irgendwie was. Ja, ich bin relativ zufrieden damit so. Wobei, doch, ich will die Ukulele andersrum liegen haben. Es soll alles schön aussehen, ne? Jetzt liegt die zwar halb... Im wirklichen Leben würde die runterfallen. Ne? Aber hat ja nichts. Es ist Animal Crossing. Ich glaube, dann lege ich die doch besser von hier drauf, dann sieht es nicht so ganz beschissen aus. Ja. Ich glaube, das ist besser. Ich hätte zwar trotzdem Todesangst. Also, dass die Ukulele tot ist, irgendwann. Wenn ich nur mal eine falsche Armbewegung mache, ich würde die niemals so an der Kante liegen lassen, aber ich würde auch niemals ein Himbeer-Outfit tragen oder was auch immer das hier nochmal für ein Ding ist. Trauben-Outfit. Vor allem nicht, wenn da wirklich noch so ein, dieses grüne Zeugs da oben ist, im Kragen. Das bereitet mir schon beim Zusehen Unbehagen. Ich sollte weiter reimen. Vielleicht kann ich mich dann mit diesem Gedicht bei Divahua einschleimen. Hallo! Muss ich eigentlich immer alles gleich anfangen? Mein Gott! Das würden mir die Deutschlehrer jetzt schon ankreiden hier. Ich habe eine normale Axt reingeworfen. Du sagst die Wahrheit hier, viel Spaß mit deiner alten Axt. Es hat dir nichts gebracht, dieses Ding hier reinzuwerfen. Danke. Ich bin positiv überrascht. Nicht. Toll. Ich wollte doch loswerden, Mensch. Ja gut, ja gut. Ich denke, ich werde diesen Part erstmal beenden und beim nächsten Mal sehen wir uns dann hier an dieser Stelle wieder. Okay, vielleicht nicht an dieser Stelle, hier irgendwo in meiner tollen Stadt Raccoon. Ich habe mir übrigens schon einen Stadtnamen ausgedacht für Animal Crossing Switch. Sollte es irgendwann mal rauskommen. Irgendwann dieses Jahr vielleicht noch, so wie Nintendo es vorhatte. Wer weiß, bald wissen wir es vielleicht. Ich meine, man muss sich jetzt halt nochmal gerade vor Augen führen. Das will ich gerade noch ausführen, ja. Nintendo hat jetzt, ich glaube, wirklich beide im Mai. Nintendo hat zuerst eine eigene Nintendo Direct für Super Mario Maker 2 gemacht und hat jetzt das gleiche vor für Pokémon Schwert und Schild, oder wie hieß die Kacke noch gleich? Jetzt werden mich locker alle Leute auf der Welt haten, weil ich Kacke gesagt habe zu Pokémon, aber ich kann mit der Reihe halt nichts anfangen. Nee, aber ja, es muss eigentlich die inoffizielle Bestätigung sein, dass man sich auf der E3 mindestens mal zu irgendeinem Teil. Es muss nicht mal ein Großteil sein, es muss nicht mal, was weiß ich, ein Viertel sein. Es muss überhaupt erwähnt werden. Animal Crossing muss, und damit meine ich muss, auf der E3 in irgendeiner Form erwähnt werden. Egal, ob es jetzt nur ist von wegen, ey, wir verschieben es, ob es ist, ey, hier habt ihr einen Trailer, oder ob es ist, hey, ihr habt ein Release-Datum, oder ob es ist, hey, ihr habt dann Mini-Trailer und Namen. Das ist komplett egal. Aber wenn die zwei große Spiele, also, oder Spiele von großen Franchises, so outsourcen, auslagern in eigene Directs, dann muss auf jeden Fall auf der E3 irgendwas zu Animal Crossing kommen. Es geht nicht anders, ganz ehrlich. Es geht nicht anders. So. So, zum Sonntag. Ich verkaufe noch meine restlichen Muscheln hier. Und wir sehen uns dann... Ah, stimmt. Das ist jetzt eigentlich voll kacke, dass es doch schon so spät ist, weil... Ja. Dann kann ich eigentlich nur noch einmal angeln oder muss halt meine ganzen Fische wieder wegwerfen. Ja, gut. Ich glaube, ich verkaufe das Traubenort dann auch direkt hier. Vor Ort.
weil ich habe nicht das Gefühl, dass ich das behalten möchte. Dann habe ich wieder Platz in meiner Tasche. Einen mehr. Der kann heute Abend noch wichtig werden. Der nächste Part wird dann nämlich auf jeden Fall noch hier abends mit Angeln stattfinden und vielleicht auch noch ein weiterer Part. Das sehen wir dann. In dem Sinne verabschiede ich mich von euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.